Wir befinden uns im späten 10. Jahrhundert. Otto der Große ist römisch-deutscher Kaiser und reitet als Reisekönig ohne Hauptstadt von Pfalz zu Pfalz durch sein Reich. In diesem spannenden 60-Minuten-Brettspiel übernehmen die Spieler die Rolle einzelner Herzöge, die vom König besucht werden. Sie versuchen, den Willen des Königs zu erahnen, in seiner Gunst aufzusteigen und gleichzeitig ihre Herzogtümer stetig zu vergrößern. Der Autor Hans-Peter Stoll fasst die Besonderheit des Spiels zusammen. Das Besondere ist aus meiner Sicht ganz klar das Prinzip der Wille des Königskarten, das heißt der flexiblen Siegbedingungen und der Anforderung, dass sich jeder Spieler im Laufe des Spiels für seine eigenen individuellen Siegbedingungen festlegen kann. Es gibt jetzt ganz viele Spiele, bei denen gibt es verschiedene Möglichkeiten, Siegpunkte zu machen und die sind allen Spielern bekannt und jeder kann nutzen, was er möchte. Oder es gibt die Spiele, da hat jeder seinen geheimen Auftrag. Und mein Gedanke war jetzt letztendlich ein Spiel zu machen, bei dem ich unterschiedliche Siegpunktbedingungen habe, von Partie zu Partie. Und ich muss mich als Spieler für eine Auswahl davon entscheiden. Das heißt, ich muss mich irgendwann festlegen, was ich nun will. Und habe aber zudem auch noch die Einschränkung, dass ich nicht zu jeder Zeit immer alles nehmen kann. Weil im Spiel wird es so sein, dass die Wille des Königs Karten von Spielern gewählt werden können, aber es wird nie so sein, dass alle Spieler sich für eine Karte entscheiden können. Das heißt, wer zu spät kommt, kommt eben zu spät. Und das ist der Grundgedanke von der Wille des Königs, der für mich auch den besonderen Reiz ausmacht. The King's Will erscheint Ende März bei Blackfire.